So Leute, grüßt euch und willkommen zu No Man's Sky. Oh, diese geile Musik wieder. Den Soundtrack finde ich hammermäßig. Wow, es ist so laggig auf einmal, was jetzt? Was jetzt? Es ist so laggig, was geht? Everybody I can see. So, Leute, No Man's Sky. Let's go. Warum war das denn gerade im Hauptmenü so lange? Ich das verstehe ich nicht. Ja, mal hoffen, dass es in-game dann ist, wenn die aber noch vernünftig läuft. Oh Leute, ich liebe den Soundtrack, der ist so der Hammer. Wow! Ist noch gar nicht komplett vollgeladen. Das ist scheiße. Nanu? Boah, was ist denn? Okay, ne, irgendwie läuft das. Ne? Läuft eigentlich gut. Alles gut. Okay, so, wir waren stehen geblieben. Nein, es laggt. Na, oder? Ja, ich glaube, geht. So, genau, wir haben jetzt ein bisschen die Basis aufgebaut, so weiter und so fort. Richtig. Zack. Boah, wunderschön hier auf unserem Planeten, ne? Ja, ne, wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben, ne, schon ein bisschen, ne? Hier haben wir ja. Ne, Augenblick. Da und da bisschen Gewächssachen gemacht, ne? Oh, das ist sogar schon gewachsen. Cool. Wir gehen mal eben rein, gucken, ob wir das ernten können. Schauen wir mal eben. Ja. Oh, sind es? Sind sie? Eins. Wow, hammer cool. Zwei. Perfekt. Oho, cool. Bin mal gespannt, ob wir die für ganz viel verkaufen können oder sowas. Boah, hier auch noch irgendwelche Gravitation. Was war das gerade? Gravitation wird? Oh, das Ding bringt doch bestimmt richtig was Megamäßiges, oder? Oha. Eiweißperlenkugel. Oha. Inventar voll. Moment mal. Gleich wird er leer sein. Moment, gleich wird er leer sein. Das hast du falsch gesehen, dass er voll ist. Das hast du dir jetzt eingebildet. Moment. Ne, Leute, ist doch mal, das hat sich die jetzt in gebildet, ne? Cool! So. Terminal, meine Damen und Herren. Verkaufen. Mal gucken, was krieg ich denn für. Boah, was ist denn das auf einmal? Was ist doch nicht. Krass! Was? Ich muss nicht mehr gedrückt halten, das geht einfach so. Ach, das habe ich wahrscheinlich auch so aktiviert jetzt, ne? Ich meine mich zu erinnern. Ich hab doch noch was. Hä? Wo ist denn noch alles, was ich denn. Hä? Sauerstoff, ja. Aber brauche ich auch eigentlich gar nicht mehr, stimmt ja. Magnetisiert ist Ferrit. Ne, lass mal drin. Ich habe auch 2 Millionen und. Boah, 34.000, der bleibt, den brauchen wir nämlich. Okay. Verkaufen? Ne, verkaufen brauchen wir auch nichts. Und es hat keinen Bedarf, was zu kaufen. Ja, warum läuft denn das jetzt auf einmal wieder so schlecht? So Leute, wir haben einige an sich alles mit dir schon aufgebaut. Ich wüsste nicht, was jetzt noch, genau. Wir werden jetzt mal voll machen, Leute. Jetzt geht's los. Wir gehen jetzt auf Weltraumreise, weil wir schon mal so an sich mehr oder weniger schon das meiste Wichtigste aufgebaut haben. Und darum würde ich sagen, let's go, nicht wahr? Yeah, ab geht's. Boah, das ist lange ich auf einmal heute. Das gibt's doch nicht. Egal. Jetzt ist die Stimme nächstes Mal wieder besser. Yeah. So, sind wieder im Weltall, meine Damen und Herren. Mega. Guck mal, so ist es nicht lange.
Merkwürdig, naja. So, zack, da ist die Karte. So, wollen wir mal schauen, wo wir denn wohl hinreisen wollen. Interessant wäre, bis wohin wir es eigentlich können. Kann ich einfach? Was? Echt? Wie geil! Ja! Mega mäßig! So Leute, dann erkunden wir jetzt erstmal ordentlich das Weltall. Ja! Oha! Sowas interessant, sowas wie ein Saturn anscheinend. Wir werden uns den Planeten mal angucken. Ich scanne mal, mal gucken, was hat der Planet so? Was ist das für eine Grasplanet? Sternknolle, Cadmium, Paraffinium, Silber und Dissonanz entdeckt. Uhu! Hört sich irgendwie gut an. Hört sich irgendwie richtig gut an. Was ist los? Ach ja, stimmt ja. Richtig. Boom. Wir können ja auch mit ganz schnell Geschwindigkeit fliegen. Aber ganz vergessen. Habe ich aus Versehen ganz vergessen. Yeah. So. Planetenernährung eingeleitet. Yay. Wie? Das wäre ein Grasplaneten? Na ja, gut, wahrscheinlich kein grünes Gras, würde ich mal sagen, wohl irgendwie eher langsam und let's go, oh, dann. Oh, das ist wieder so lag, jetzt ist es doch nicht. Aber das Ding, glaube ich, eher definitiv mal schwierig. Ja, komm, sieh zu, jetzt brauchst du nicht so lange, um zu landen, was ist das wieder? Also, das ist aber auch mal geiler Gras. Jaha. Also das ist mal ein cooler Gras. Guck dir den Gras mal an, Leute. Der ist irgendwie interessant. So, was ist das? Was haben wir hier? Was ist das? Lebende Fragmente? Aha, okay. Was ist das? Mach die Dinger sind so. Was ist denn für ein brutaler Strahler ich hab? Und was ist das? Aha, das ist hier Kohlenstoff auf dem Planeten. Okay. Hä? Ach so, ja, ja, alles gut. Nee, nee, alles richtig. Ja, mächtig interessanter Planet. Was ist das? Was haben wir hier für eine Ressource? Kohlenstoff! Au! Moment mal. Dann habt ihr den Effekt gerade gesehen, Leute? Was war jetzt das? Wow, was ist das? Das kann ich. Das kann ich nicht abbauen. Ah, das kann man wahrscheinlich. Doch, da, das kann man abbauen. Jetzt, Stern dort. Ach, das wollte ich eher. Aha. Alles klar. Oh, wieder so ein Ding. Seht ihr das? Da schießt es an, ist auf einmal irgendwie verzerrt sich das. Sehr interessant. Okay, ich würde schon mal sagen, schon ein irgendwie sehr interessanter Planet. Oh, was ist das? Warte, machen das die Kristalle? Was? Die Kristalle sind elektrisch oder was? Schadet mir das? Ne, anscheinend wohl nicht. Krass. Guckt euch das mal an. Krass. Wow. Das ist der Hammer. Oha, heftig. Mega mäßig. Oh, das brauchen wir. Blaue Kristalle nehmen wir immer mit. Ich bin gerade überlegen, ob ich eventuell hier für mich einen Teleporter hinstelle. Noch weiß ich aber warum nicht. So, gucken wir mal, ob das überhaupt funktioniert, einfach so einen Teleporter hinzustellen. Nee, das weiß ich gar nicht, ob das denn überhaupt einfach. Nee, kann ich gar nicht. Dafür, ja, nee, geht also nicht. Das heißt, ich müsste dafür immer so einen Computer hinstellen. Nö, machen wir nicht. So.
so ein Grab ist. Was ist das? Wo kommt das Rauschen her, Leute? Hört ihr das? Wo kommt das Rauschen her? Merkwürdig. Okay, ich steige erstmal wieder ein, Leute, ins Raumschiff und ich würde sagen, wir schauen mal weiter. Schade, ich fliege mal noch ein bisschen und gucken wir mal nach, was noch so interessant hier zu finden ist. Halleluja. Nur der Wilhelm im Mond schaut zu. Wenn die Babys schlafen, dann schlaf auch du. Ja, ich schätze mal weiter, dass wir hier nicht sein. Okay, wir verlassen den Planet erstmal wieder. Und dann schauen wir mal, was wir denn. So, stopp. Was ist das? Ist das eine Sonne? Oh, das ist die Sonne. Ah, oha, die Sonne. So, guck mal. Ne, es gibt. Doch, da gibt es doch einen Planet. Bei dem waren wir, genau. Aber da ist noch einer. Was haben wir denn hier noch für einen Planeten? Scan. Eisiger Planet, Frostgezahl, Carbium, Dioxid, Salz. Okay, und dann war hier noch einer, den ich gerade gesehen habe. Da, ach, da. Das scheint mir irgendwie ein Steinplanet zu sein oder sowas. Scan, gucken wir mal. Kaktusfleisch, Carbium, Pyrit, Natrium. Ich würde sagen, aber der Planet sieht schon ein bisschen sogar auch erdmäßig aus. Also sowas von. Let's go dahin. Aber sowas von. Ist ja krass. Der Planet sieht wirklich gut aus. Das ist ein eisiger Planet, aber der sieht irgendwie schön aus. Der hat irgendwie was wie eine Erde. Ja. Ich weiß, geht. Wow. Ja, komm. So. Sind wir durch die Atmosphäre durch? Ja, so an sich ist der Planet so nicht schlecht. Geht wohl. An sich ist er eigentlich nicht schlecht. Also ist eigentlich soweit ganz okay. Ja, doch. Ist eigentlich soweit komplett okay, würde ich sagen. Interessant, interessant, interessant. Hier ist aber auch viel Wasser, was auch wieder nicht schlecht ist. Oh, aber hier ist eine gute Stelle zum Landen. Hier werden wir landen und mal ein bisschen. Oh, ist sogar zwei von diesen Pflanzen. Schön. Sau, wer doch oder was das noch war. Aber so. Ja doch, es ist sogar auch. Aha, interessant. So, hallo. Yay, mega mäßig. Aber Sauerstoff hier auf dem einzigen Planeten. Ja, doch, das kann eigentlich sein. Doch, stimmt. Ist tatsächlich eigentlich möglich. Warte mal ganz kurz, Leute, wenn wir irgendwas gucken. Das stimmt doch was nicht. Was ist denn für eine Scheiße los? Super Resolution FPS 2. Zack. Jetzt habe ich den FPS-Modus noch richtig angemacht auf volle. Wow, wirklich viel besser noch. Viel flüssiger jetzt noch. Mega mäßig. Und, boah. Also, es dreht fantastisch aus. Okay. Auf jeden Fall, ja. Ist an sich nicht schlecht. Der Himmel ist schön blau. An sich sogar wirklich richtige Pflanzen. Ach, da war Federstaub. Aha. Inventar voll? Aha. Und ich
gleich nochmal wieder ein. Und dann gucken wir noch ein bisschen weiter. Oh, warum ist die Qualität da so schlecht beim Radar? Was ist das für eine Scheiße? Warte mal ganz kurz, Leute, was ist das für eine Scheiße jetzt? Hä? Wir machen mal besser die Dings da. Ja, gleich viel besser, ne, Leute? Sieht gleich alles wieder viel besser aus. Perfektens. So, lassen wir es jetzt. Das war gerade eben eher verpixelt anstatt gut. Noch eine kleine Sache eben, Leute. Hä? Ach, das... Leistung Ultra natürlich. Wie sieht die höchste Einstellung oder nur für 8 Kaufschläge empfohlen? Hm, war alles perfekt, einwandfrei. Ja! Mega! Okay, auch nicht schlecht, der Planet, auch an sich ganz schön. Aber irgendwie habe ich bis jetzt... Ich mache mal einmal einen Scan eben, ob vielleicht irgendwo ein Gebäude irgendwas ist in der Nähe. Ja, aber... Nee, gar nichts. Irgendwie scheint wohl nirgends sowas zu sein, das ist ein Ding. Konzentrierte Gaswolke auch gespürt, die war so. Wo? Schon interessant, es ist ein eisiger Planet, aber hier ist richtig, ja gut, klar, kann ja trotzdem schon irgendwie Wasser sein. Eigentlich ja. Gut, ich werde jetzt irgendwo hier. Nee, hier kann man nicht, oder? Doch, kann man gut laden. Ich werde jetzt hier landen. Würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge weiter mit unserer Reise. Das wird einfach No Man's Sky zu erkunden. Gott, zack. Ich danke fürs Zuschauen, Leute. Abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.